DDR. Erinnerungen an die Anfänge, als der Anspruch Arbeiter- und Bauernstaat viele Hoffnungen weckte. Als die DDR ihre Zukunft noch vor sich hatte. Millionen Deutsche haben diese Anfänge erlebt. Millionen Schicksale, jedes anders, unverwechselbar. Wie das des Stahlarbeiters Baumann aus Hennigsdorf bei Berlin. Oder des LPG-Bauern Vogt. Der Neulehrerin Schüttrumpf. Oder von Wolfgang Harich, einem Oppositionellen der 50er Jahre. Dresden 1945, Sinnbild des Schreckens aller Bombennächte des Zweiten Weltkrieges. 55 Millionen Menschen hatte er das Leben gekostet. Zwischen Elbe und Oder herrscht nun die Rote Armee. Die neuen Herren feiern ihren Sieg. Kurz zuvor waren sie noch als slawische Untermenschen beschimpft worden. Das neue Deutschland Ost kam mit neuen Regeln und neuer Unterdrückung. Aber auch mit neuen Hoffnungen. Im Sommer 1945 zogen sich die Amerikaner und Briten aus Sachsen, Thüringen und Mecklenburg zurück. Stattdessen kamen die Sowjets. Der Freiheit entgegen? Was hielten damalige Zuschauer von der neuen Besatzungsmacht? Nach Umfragen war sie die unbeliebteste, unbeliebter als die Briten, Amerikaner und Franzosen. Was warteten die Deutschen Ost überhaupt von der neuen Politik? Vermutlich wenig. Viele suchten ihr Zuhause, ihre Familien hatten zu tun mit der Bewältigung der Nachkriegsnot. Mehr als die Hälfte aller Deutschen war 1945 unterwegs. Aus der Gefangenschaft, der Evakuierung, der Kinderlandverschickung, den KZs. Vermutlich 14 Millionen waren auf der Flucht von jenseits der Oder. Wie die Baumanns. Wir sind von unserem Heimatort dann mit einem Handwagen und unter Bette im Sack zugenäht und ein paar Klamotten, die wir noch tragen konnten, nach Hammerstein gelaufen. Das sind 40 Kilometer. Dort haben wir erstmal stundenweise auch auf den Zug gewartet. Und wie der denn kam, das war so, naja, das sind so eine älteren Zugwaggons, die kann man, die, also sowas gibt es wahrscheinlich heutzutage ja nicht mehr, jedenfalls. Da war das schon, wer weiß wie voll, und dann rennen in diesen Zug, und mit diesem Zug sind wir dann durch die Nacht gerummelt. Und dann kamen wir da auf dem Bahnsteig an. Die Türen, die waren ja schon offen, die Leute, die waren ja so zusammengeprescht, die hangen also ja schon draußen auf dem Trittbrett und alles so voll waren, also dieser Zug. Der Bahnsteig war ja voll, so viele Menschen, Kleinkinder, Babys, alles mögliche, keine Toiletten. Da war das kalt, die Kinder heulten und alles, ja, nun haben wir gedacht, mein Gott, wo fahren wir denn bloß hin? Da haben wir dann auch zur Mutter gesagt, wollen wir da nicht bloß zurück oder was? Nee, die hat gesagt, wir dürfen da nicht mehr zurück, das ist nicht mehr unsere Heimat. Und jedenfalls sind wir in das Flüchtlingslager dann aufgenommen worden. Naja, dann haben wir unsere Doppelstockbetten und alles so drin da. Na, und dann haben wir jedenfalls gemerkt, dass wir nach zwei Tagen Läuse. Vorher hatten wir keine Läuse und auch keine Wanzen oder sonst dergleichen, aber jedenfalls da waren Wanzen und auch Läuse. Und ich hatte seinerzeit sowieso, also ich persönlich hatte immer das süßeste Blut und an dem klebten ja auch die Wanzen am meisten. Ne? So, und da hat Mutter dann bloß gesagt, bloß schnell raus hier zu den Alara-Arzt. Da wollen uns die Haare kurz geschoren haben, musste ja alles sein. Laut Hygienevorschriften, Haare kurz geschoren, da haben wir selber ausgesehen, wie der was. Ja, da sind wir dann, weil wir nichts zu essen hatten, da sind, haben wir uns in Zugrennen gesetzt, sind Hamstern gefahren oder Betteln gefahren. Die Hamstern, das waren ja Leute, die dann was eingetauscht haben für Kartoffel oder für Getreide, aber wir hatten ja sowas nicht. Und da kommen wir auf den einen Hof noch hin und ich hatte so einen Hunger, wäre bald umgefallen. Da sagt die Bauersfrau, wir haben nichts, wir können auch nichts geben. Nein, geht nicht. Ja, wir können nichts. Aber dann kam sie mit einer Milchkanne raus und kippt Milch, Kartoffeln und Rinne und die Katzen haben davon gefressen und ich selber, ich muss Ihnen das ganz ehrlich sagen, ich habe mich da hinten, wenn ich so einen Hunger hatte, hingesetzt und habe den ganzen Haus dann abgefressen und die Leute, wenn ich so einen Hunger hatte. Die sowjetischen Behörden versuchten, wie die westlichen Siegermächte auch, die Not zu lindern. Obwohl die sowjetische Bevölkerung selbst am Hungertuch nagte, half die Rote Armee durch Verteilung von Lebensmitteln und Kleidern, durch Zuteilung von Wohnungen.
Gegenüber den Versorgungsproblemen stand politisches Engagement hinten an. Politisch herrschte unter den Deutschen Verunsicherung. Sie sollten wegen Mitschuld am Nationalsozialismus umerzogen werden. Durch den Befehl Nummer 2 ließ die sowjetische Führung bereits im Juni 1945, früher als die Sieger im Westen, antifaschistische Parteien zu. Erste Partei, die KPD. Ihre erklärten aktuellen Ziele: Marktwirtschaft, antifaschistisch-demokratische Ordnung, parlamentarische Demokratie. Dann folgten die anderen Parteien des sogenannten antifaschistischen Blocks. Eine der großen Umwälzungen in der sowjetischen Besatzungszone war die Bodenreform vom September 1945, die im Westen nicht durchgeführt wurde. Ein erstes Anzeichen für die Auseinanderentwicklung von Ost und West. Durch die Bodenreform erhielten Kleinbauern, Landarbeiter und Flüchtlinge Ackerland. Grundbesitzer mit mehr als 100 Hektar Land und Naziführer wurden entschädigungslos enteignet und ihre Höfe aufgeteilt. Zusammen mit dem Staatsland war es etwa die Fläche von der Größe Niedersachsens, die verteilt wurde. Nicht selten durch Losentscheid. Mehr als 500.000 Personen wurden so neue Landbesitzer oder Neusiedler, wie sie genannt wurden. Wenn auch zumeist in schlechten Häusern und mit alten Maschinen, konnten so immerhin 10% aller Flüchtlinge leben. Einer von ihnen war der Landarbeiter Vogt aus Ostpreußen. Wir sind hier angekommen, da haben wir zwei Kühe vorgefunden, ein runtergekommenes Schwein. Das war sehr hart, hier überhaupt anzufangen. Das erste Jahr haben wir alles mit der Sense mähen müssen, das waren ja keine Maschinen. Wir haben ja tüchtig arbeiten müssen und dann gleichzeitig diesen Bau hier. Das war ja eine Siedlung von der Bodenreform, von einem Gutsbesitzer, den sie hier enteignet hatten. Wir haben hier Kredit für bekommen, das waren 30.000 Mark, die wir hier für dieses Haus bekommen haben. War ja wenig Material, aber mit dem wenigen Material haben wir es doch geschafft. Und alles, was wir hier gebraucht haben an Kies und Material, haben wir dann mit Pferd und Kuh rangefahren. Es war sehr hart. Harte Arbeit war verlangt. Die SED-Gründung 1946 nahmen demgegenüber viele Zeitgenossen kaum wahr. Der Händedruck der SPD- und KPD-Führer wurde SED-Symbol und zugleich Zeichen des Auseinanderdriftens von Ost und West. Ebenso der Volksentscheid in Sachsen im Sommer 1946. Für die Enteignung von Nazis und Kriegsverbrechern stimmten mehr als 3/4 der Wähler. Viele hielten Industrie und Banken für mitverantwortlich an der Katastrophe Deutschlands. Und die Lage war weiter katastrophal. Hohe Arbeitslosigkeit, zerstörte Wohnungen, Lebensmittelkarten. Nach dem Krieg war es natürlich so, dass im Vordergrund die Versorgung stand. Mit Essen, mit Wohnung, mit Kleidung, das waren ja alles riesengroße Probleme, die der Einzelne täglich bewältigen musste und die Politik immer weiter im Hintergrund stand. Frau Schüttrumpf wollte Ende der 40er Jahre nach dem Abitur eigentlich Slawistik studieren. Ich habe mich an der Humboldt-Universität in Berlin beworben, wurde aber nicht genommen. In einem Kadergespräch, das ein Herr Markowski führte, wurde mir klargemacht, dass ich als Bürgerliche jetzt nicht studieren kann. Und dass erstmal der Vorrang für die Arbeiter- und Bauernkinder besteht und dass ich aber als Neulehrer eingesetzt werden könnte bzw. eine Ausbildung machen könnte. Neulehrer, zumeist Antifaschisten und Sozialisten, sollten belastete Lehrer ersetzen. Das war Teil des Entnazifizierungsprogramms. Im Dezember 1948 war ich dann so weit, dass ich gegen meinen Willen eigentlich nur aus Einsicht in die Notwendigkeit in das Lehrerseminar in Dalmin bei Perleberg einstieg. Das lief schon seit September und wurde dann dort zum Neulehrer ausgebildet. In diesem Seminar waren wir
Teilnehmer vom 17. Lebensjahr bis zum 54. Lebensjahr, also alle Altersgruppen vertreten. Vor allen Dingen war es unheimlich interessant, weil wir ja Menschen waren, die von überall herkamen, aus Sibirien, aus dem Ural, Kriegsgefangenen, wir, die wir 2-3 Jahre auf den Landstraßen rumgewandert sind. Und dann eben die alteingesessenen Tuttchen, sagten wir immer zu ihnen, die gar nicht wussten, außer ihrem kleinen bisschen Dorf, das sie da gekannt haben. Und das war sehr interessant. Ich hatte allerdings Glück, muss ich sagen, im Vergleich zu anderen wahrscheinlich großes Glück, dass ich mit Leuten zusammenkam, die zum Teil aus der Sozialdemokratie kamen, aber auch aus dem Bürgertum und die interessiert waren, etwas Neues zu schaffen. Und wir ungeheuer viel diskutierten und ich lernte Demokratie in der Diskussion. Und das brachte mich dann auch dazu, dass ich dachte, ja, hier machst du mit, das ist dein Weg. Und habe mich dann eben voll und ganz damit eingesetzt. Meine Strecke war vor allen Dingen das Sozialwesen und Kultur. Die erste Veranstaltung im Deutschen Theater war Nathan der Weise. Da habe ich 2 Nächte angestanden, um dafür Karten zu bekommen. Ich meine, Nathan der Weise nach 12 Jahren Verbot. Wir haben natürlich gehungert und wir haben unser Brot geteilt und weiß ich was alles. Aber diese Kultursache, die war für uns was ganz Wichtiges. Und da waren es die Russen, die uns dazu verholfen haben. Die haben es ja genehmigt. Das war ja damals noch Besatzungszone. Und nebenbei sind Leute von der Straße weg verhaftet worden und sind nach Sibirien gebracht worden, weil sie gesagt haben, Stalin ist ein Schwein. Das war das Problem vieler. Der Stalinismus wurde im Mantel des Antifaschismus eingeführt und war daher schwer erkennbar. Wie die Stasi, die in jener Zeit aufgebaut wurde. In sowjetischen Speziallagern zum Beispiel sollten eigentlich nur alte Nazis interniert werden. Bald aber waren viele Gegner der neuen Ordnung keineswegs nur Nazis, in den früheren KZs Buchenwald oder Sachsenhausen und anderswo inhaftiert. Oder die Schule. Sie schien zunächst der Ort für das Lernen von Demokratie, zeigte sich jedoch bald als Platz der Erziehungsdiktatur unter sowjetischer Dominanz. Der russische Unterricht war Pflicht ab 5. Klasse und es wurde niemand davon ausgeschlossen. Es gab anfangs Anträge seitens der Eltern, die das nicht wollten, weil es A, die Sprache des Siegers war. Viele haben ihre Väter in diesem Krieg verloren und meinten, dass die Russen daran schuld waren. Und dann war es eben die Sprache, die ihnen aufoktroyiert wurde. Heimkehr von Immigranten aus Kultur und Wissenschaft. Für viele von ihnen war die sowjetische Besatzungszone und die frühe DDR durchaus attraktiv. Sie kamen bewusst nach Ost und nicht nach Westdeutschland, wie der Komponist Eisler, der Dramatiker Wolf oder Bertolt Brecht. Die im Krieg angeschlagene Industrie kam mühsam wieder in Gang. Und dies in einem Land, das sowieso schwächer als der Westen industrialisiert war. Zerstörte Betriebe mussten aufgeräumt und wieder aufgebaut werden. 1947 war erst die Hälfte des Standes von 1936 erreicht. Kamen Demontage und Reparationen. Die Sowjets erhofften sich dadurch einen raschen Ausgleich für die ungeheuren Kriegszerstörungen in der UdSSR, hemmten damit aber den Aufbau in ihrer Besatzungszone. Und dass die verschifften Maschinen in der Sowjetunion zum fachgerechten Einsatz kamen, glaubten nur wenige. Schöner propagandistischer Schein beleuchtete die Nachkriegsindustrie im Osten. In Wirklichkeit hatte die Demontage ihr Herzstück gelähmt. Bis 1953 belastete sie ungleich stärker als im Westen die DDR-Wirtschaft. Fast das halbe Schienennetz wurde abgebaut und Hunderttausende arbeitsfähiger Männer wurden in den sowjetischen Uranbergbau der Wismut abgezogen. Noch heute heißt es in der ehemaligen DDR erbittert, man hätte den Krieg 2-mal verloren. Das 2. Mal durch die Demontage, als der Westen Marshallplangelder erhielt. Stahlwerk Hennigsdorf bei Berlin. Mythos der DDR-Industrie. Hierhin trieb es auch den jungen Arbeiter Baumann. Na, dann ist meine Mutter mit mir nach
zum Stahlwalzwerk nach Hennisdorf gefahren und dort wurde ich dann in die Kabelkolonne eingestellt als Hilfsarbeiter. Das war so eine junge Truppe, wir waren alle so 16 Jahre alt, manche auch 18, weil sie ja seinerzeit nach dem Krieg überhaupt keine Nachwuchskraft hatten. Da habe ich eben dieses Vierteljahr diese Schule mitbesucht, das war eine Technikerschule für Walzwerktechnik, für Schmiede, Press, Mess- und Regeltechnik. Dann habe ich später, die zweite Ausbildung, habe ich meinen Walzwerker gemacht. Dann wurde ich später als Brigadier eingesetzt. Ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, da hat sich keiner drum gerissen. Es lohnte sich deswegen nicht, Brigadier zu werden, um die 20 Mark, die man wirklich mehr verdient hätte oder genau das gleiche wie die anderen, aber die ganze Verantwortung zu tragen hatte gegenüber den anderen. Und wenn man mal schief gelaufen ist oder der eine mal gebummelt hat, angenommen gebummelt hat, ein, zwei Tage, dann hast du da mit denen eine Aussprache geführt. Ja, also wenn ich sie wollte, hätte ich gesagt, also mein Herr, bei uns trennen uns die Wege. Das geht nicht mehr so, wie die anderen Leute müssen für dich mitarbeiten, du kommst nicht oder machst oder so. Ja, wir müssen ja die Leute erziehen, wir sollten die Leute erziehen, wir sollten erziehen zu und was ist bei rausgekommen? Die haben gebummelt und gebummelt und gebummelt und Jahresende haben sie ihre Jahresendprämie dann auch noch bekommen, weil wir ja nicht berechtigt waren, als den die noch abzuziehen, auch wenn sie drei, vier Tage gebummelt hatten. So eine Dinger gab es alles. Die Grenze zwischen West und Ost wird dichter, je heißer die Fronten im Kalten Krieg werden. Trumans Doktrin von 1947 zur Eindämmung des Kommunismus wird Signal für die Flucht vieler. Ebenso wie die Gründung der B-Zone und die Währungsreform im Westen oder die Berlin-Blockade durch die Sowjets. Seitdem vergoldete sich der Westen und wurde ständige Verlockung für die Deutschen im Osten. Zwei deutsche Währungen führten zu unterschiedlichen Preisen auf den Märkten in West-Berlin. Und es zeigte sich von Anfang an, die Ostmark war sehr viel weniger wert als die D-Mark. Ich möchte auch Tomaten. Ja, und werden auch. Ja. 1949 ist es dann soweit. Deutsche West und Deutsche Ost treffen sich an der neuen innerdeutschen Staatsgrenze, wie hier bei Schnackenburg an der Elbe. Der Weststaat, die Bundesrepublik Deutschland, wurde im Mai gegründet. Im Oktober 1949 folgte die DDR. Die Freie Deutsche Jugend feiert den neuen Staat DDR, obwohl sich die SED-Führung jahrelang für die Einheit Deutschlands ausgesprochen hatte. Die Einheit war Opfer internationaler Sicherheitspolitik geworden. Wolfgang Harich, Philosoph und FDJ-Sekretär in der jungen DDR, beschreibt die damalige Stimmung. Zum Beispiel sollte ich am ersten oder zweiten Jahrestag der Gründung der DDR die Ansprache halten vor den Studenten in der Humboldt-Universität. Da habe ich historisch, zeitgeschichtlich nachgewiesen, dass wir unschuldig sind an der Spaltung Deutschlands, dass die Schuld der Westmächte und Adenauers ist und so weiter. Sehr bedauerlich. Na, wollen wir sehen, was wir Gutes draus machen. Da haben die gesagt, aber von der Parteileitung, von der FDJ-Leitung, aber Genosse Harich, das ist ja der Schnee von gestern, über den du redest, nicht? Du musst unsere Studenten optimistisch stimmen, nicht mit deinen elegischen Stimmungen kommen. Du musst ihnen klar machen, dass die DDR die größte Errungenschaft der deutschen Arbeiterklasse ist und überhaupt der Gipfel der deutschen Geschichte. Bald nach der Staatengründung ging die SED auf dem Lande in die Offensive. Sie forderte LPGs, landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaften, ähnlich den volkseigenen Betrieben in der Industrie. Mitte der 50er Jahre war die Hälfte der Landwirtschaftsfläche bereits in den Händen der LPGs. Die Vogts erinnern sich. Wir sind 1952 in LPG gekommen und hatten doch eigentlich ein bisschen Angst, dass wir doch mal wieder alles verlieren und dass das da doch nicht alles so glatt abgeht. In die LPG zu gehen, da hatte man schon wieder die Angst bekommen, man wird vielleicht schon wieder Tagelöhner oder Arbeiter. Da war man eigentlich ein bisschen skeptisch drüber. Aber es war nachher gar nicht der Fall. Wir konnten ja mitbestimmen auch.
Das war nicht nur, der Vorsitzende kam und achten Sie auf meinen Daumen, das ging nicht immer so. Nee, da sind wir unterschiedlich. Da sind wir nicht der Meinung war, die konnten nicht machen, was sie wollten. Nein. Das musste alles beschlossen werden in der Versammlung, was sie machen. Und gebaut wurde und was angeschafft wurde, das muss alles beschlossen werden. In der Vollversammlung. Da. Sonst konnten die gar nicht machen. Die ganze Arbeitsmoral war sehr gut in unserer LPG, das war nicht schlecht. Wer hier arbeitet, hat wirklich sich was geschaffen. Wir haben uns auch immer wieder ein neues Auto gekauft. Wir kamen auch dazu. Wir mussten ein bisschen länger warten, aber wir haben es immer wieder mal was gekauft. Zum anderen war es auch so, dass wir noch einiges gespart hatten zum Jahresschluss. Wer nur im Stall gearbeitet hat, der hat einiges noch rausgekriegt zum Jahresende. Ja, so haben wir es ein bisschen durchgeschlagen. Das war eigentlich eine feine Sache. Die Vorteile der LPG waren, dass wir ein festes Arbeitsverhältnis hatten. Wir haben feste Stunden gearbeitet. Wir haben dann noch besser verdient. Das andere war noch, dass wir sozial sehr gut abgesichert waren. Wir hatten beim Arzt frei, wir hatten beim Zahnarzt frei, Krankentransporte. Und die älteren Leute brauchten sich auch nicht, brauchten auch keine Angst haben, dass sie irgendwie auf der Straße jetzt wurden. Die wurden alle unterhalten vom Papa Staat. Es gab also Signale für den Aufschwung, wenn auch schwächere als im Westen. Hoffnung auf bessere Zeiten hatte Konjunktur. Hart arbeiten, versorgt werden, gut feiern. Das waren Wünsche auch im Osten. Das Feiern glaubte man sich verdient zu haben. Denn man musste auch einiges in Kauf nehmen. Pflichtbewusstsein zum Beispiel, egal für wen. Die Kleinen tarnten ihre Skepsis gegenüber den Kapriolen der großen Politik. Es gab Opportunismus, der Akrobatik verlangte, Anpassung mit einigen Purzelbäumen oder Doppelleben mit Mimikry nach oben. Aggressionen lässt man woanders. Aber ging es wirklich aufwärts? Von dem Geld, was ich verdient hatte, das hat gerade zum Lebensunterhalt gereicht. Und da in den 50er Jahren sind etliche abgehauen. Die sind natürlich nach drüben, weil sich der Trommi gesprochen hat, mit mir verdienen und sonst dergleichen auch. Dann habe ich aber meine Frau hier kennengelernt und war sie auch aus Pommern, war das gleiche Schicksal erlitten hat. Und dann wollten wir doch heiraten und dann sind wir eben hier geblieben. Ich hätte auch mit meiner Frau einen Koffer nehmen können und so weiter. Viele trauten dem Frieden nicht. Mehr als 300.000 flohen allein 1953 in den Westen. Die verschärfte Gangart in Industrie, Landwirtschaft und Kultur, der Kurs auf den Sozialismus, der Druck auf die Blockparteien und die Presse, Prozesse gegen führende Politiker schufen Ängste. Mindestens 3,5 Millionen verließen die DDR zwischen 1949 und 1961. Sie wurden in Westdeutschland unter schwierigen Bedingungen aufgenommen. Aber sie blieben deutsche Staatsbürger, nun der Bundesrepublik. Das sicherte das Grundgesetz. Gegen den Flüchtlingsstrom errichtete der SED-Staat seit 1952 eine 5 Kilometer breite Sperrzone. Tausende wurden aus dem Grenzgebiet ausgesiedelt. Ein toter Streifen zog sich durch Deutschland, manchmal durch ein Dorf oder eine Stadt. Berlin blieb das Tor zum Westen, das Hunderttausende nutzten, zur Abstimmung mit den Füßen. In die Positionen der geflohenen, qualifizierten Arbeitskräfte rückten Millionen nach, die für diese Stellungen nicht ausgebildet waren. Die DDR wurde zu einer gigantischen Weiterqualifizierungs- und Aufstiegsgesellschaft, die auch mehr Frauen in den Arbeitsprozess integrierte als im Westen. All dies schuf bei den Gebliebenen eine Mischung aus Angst und neuen Bindungen an die DDR. Als die Arbeitsnormen erhöht wurden, explodierte dieses Gemisch am 17. Juni 1953. Hunderte. Ach, an allen Ecken, vom Stahlwerk, von der Bauschlusserei, von der Tischlerei, von der Fräserei, von der Walzdreherei, vom Walzwerk, von allen Ecken, Büroleute, da lief doch alles. Da glauben Sie gar nicht, was da mitgelaufen ist. Bald ging es um mehr. Parolen für freie Wahlen und für die deutsche Einheit tauchten auf, gegen die SED und die Sowjets. Brände wurden gelegt, obwohl die Normerhöhungen zurückgenommen worden waren. Es roch nach Aufstand. Arbeiter gegen den Sozialismus. Ja,
Jahre um die Zeit. Wer hat denn gewusst, was richtig Sozialismus sein kann oder ist gegen den Sozialismus, glaube ich, weniger. Die waren dagegen, dass wir so noch mehr arbeiten sollten und für weniger hier, für dasselbe Geld. Immer noch mehr Kinder, für dasselbe Geld. Sowjetische Panzer und ostdeutsche Polizei schlugen den Aufstand nieder. Der 17. Juni machte die Abhängigkeit des SED-Staates von der Sowjetunion sichtbar. Danach herrschte Ruhe. Friedhofsruhe. Der Aufstand war eine Lektion für die SED-Führung und die Sowjets. Der Polizeiapparat wurde ausgebaut, Betriebskampfgruppen probten Häuserkämpfe für den Bürgerkrieg. Die HO, die staatliche Handelsorganisation, senkte die Preise. Der Konsumbereich wurde trotz Lebensmittelkarten, die immer noch existierten, erheblich ausgeweitet. Wir haben x Jahre Schweine gehalten. Das heißt hier mindestens 10 Jahre. Manche Jahre haben wir 4 gehalten, manche Jahre haben wir 6 oder na, so ungefähr in dem Dreh gehalten. Und von diesem Geld, ein Schwein hat er praktisch immer bei uns immer so 1000 bis 1200 Mark gebracht. Seit 1952 mobilisierte die SED für ihre Friedenspolitik und für die Stalin-Note an die Westmächte. Sie bot einen Friedensvertrag und demokratische Wahlen für ganz Deutschland an. Bedingungen, Neutralität und Anerkennung der bestehenden Grenzen. Adenauer vermutete einen Trick und lehnte ab. Das war einer der wenigen Momente, in denen die SED-Führung Sympathien in der Bevölkerung gewann. In Rostock-Teutenwinkel lebt der Neubauer Kurt Kaiser. Er will, wie Millionen in aller Welt, den Frieden. Dafür arbeitet er. Und darum schreibt er am Abend an seinen Onkel in Westdeutschland, du willst, wie ich, im Frieden leben. Den gemeinsamen Weg zum Frieden weist der Appell der Volkskammer. Trotz Propaganda und aller Friedensschwüre in Ost und West, nur 10 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg standen sich die Militärbündnisse des Kalten Krieges, NATO und Warschauer Pakt, gegenüber und mit ihnen 2 deutsche Armeen, Bundeswehr und Nationale Volksarmee. Würden Deutsche auf Deutsche schießen? Jede Hoffnung auf Überwindung der Spaltung schien für die nächsten Jahrzehnte blanke Illusion. Enttäuschung besonders im Osten. Gleichwohl. Die Lebenslage in der DDR besserte sich und tröstete über die Untiefen der Politik. Der Aufschwung Ost wurde in den Medien als kleines Wirtschaftswunder gefeiert. Und dieses kleine Wunder verursachte eine verspätete Fresswelle. Wer wollte sich da gegen die Politik erheben? Man wurde wieder was, auch im Osten. Der Aufschwung brachte wieder Sinn für Schick und neue Mobilität. Mitte der 50er Jahre hat man den Aufschwung gemerkt. Man hat auch gemerkt, dass man für seine Mark sich wieder was kaufen konnte. In den Läden gab es schöne Sachen. Es gab auch schon Fernsehapparate und alle Leute haben ja auch gerne gearbeitet. Man konnte sich freuen, der Krieg war weg. Das ging aufwärts, natürlich nicht wie in Westdeutschland. Aber man hat das gemerkt und Essen, Trinken gab es ja auch mehr. Und man hat sich da auch mal ein bisschen gehen lassen, so ist es ja nicht. Oder nach Feierabend mal unter Dorsch gehabt, mal ein bisschen Bier getrunken und so. Also im Hand und Drehen hat man da 20 Pfund drauf gehabt, wenn man da nicht. Also so ist es. Das ist nun schon mal so. Thank you.